zur Top 10 Show bei Pearl TV. Wir zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von Pearl. Ja, liebe Zuschauer, es ist endlich wieder soweit. Die Top 10 Show wartet auf Sie. Und heute wartet eine ganz besondere Top 10, nämlich die Top 10 Küche und Haushalt. Und da gibt es ja so ein bekanntes Lied, ne? Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das wäre schön, ne? Aber vielleicht haben wir die richtigen Produkte, zumindest die ein oder anderen Arbeiten, die lästigen Arbeiten im Haushalt zum Beispiel abzunehmen. Ja, da gibt es sicherlich die ein oder andere Maschine, die Ihnen beispielsweise die Böden sauber ausfegt oder natürlich auch mal die Fenster hervorragend ausreinigen kann. All das werden wir kennenlernen in der Top 10 Küche und Haushalt heute. Deshalb würde ich sagen, wir legen direkt los und jetzt beginnen wir mit Platz Nummer 10 für Sie. Und auf Platz Nummer 10 kehren Sie besonders rein und gründlich. Und das ohne einen Handschlag zu tun. Und da sind wir wieder bei dem Thema, lieber Carsten, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja, die genau. Arbeit verteilen, nicht auf andere, sondern auf so fantastische Produkte. Ja, ganz genau. So wie der Geschäftsführer quasi die verschiedenen Aufgaben auf die Abteilungsleiter in seiner Firma überträgt, so machen Sie das demnächst zu Hause. Ja, ganz genau, ganz genau. Als Geschäftsführer eines kleinen Familienunternehmens. Und da verteilen Sie die Aufgaben nicht an die Abteilungsleiter, die ihrerseits dann die Aufgaben an die Mitarbeiter weitergeben. Sie verteilen die Aufgaben ganz einfach an intelligente Putz- oder beziehungsweise Kehr- und Wischsysteme. Und das ist eine Neuheit bei uns im Programm, liebe Zuschauer. Das ist unser neuer Kehr-Roboter. Der ist noch präziser, er ist noch leiser, er ist noch schneller und vor allen Dingen noch ergebnisorientierter, als seine Vorgänger sowieso schon waren. Natürlich wieder sehr schön flach gehalten. Das heißt, hier absolut perfekt, um auch mal unter den Schränken, unterm Tisch entsprechend zu saugen. Der kommt also wirklich überall hin. Dort, wo ich ganz gerne schon mal so ein bisschen schludere oder jedes zweite, dritte Mal nur runterbücke. Ich kenne das. Ja. Zum Beispiel die Couch zur Seite schieben. Ne? Zum Beispiel, ja. Und immer runterbücken ist auch nicht jedermanns Sache. Also da geht der ganz ordentlich ins Kreuz rein. Also mal dünn drüber. Und alle zwei, drei Wochen einmal hinterm Schrank und auch mal unterm Bett. Dann haben wir natürlich hier auch die entsprechende Bürste. Und wir haben eine rotierende Bürste. Das bedeutet, unser kleiner Putzteufel hier, unser kleiner Kehrroboter, der ist also auch in der Lage, nicht nur glatte Böden hervorragend auszureinigen, sondern eben auch mal kurzflorige Teppichböden. Weil er bis zum Knoten runterkommt. Ja gut, und er ist rund gestaltet, macht aber gar nichts. Vor Ecken hat er keine Angst. Hier geht er ganz einfach mit der entsprechenden Reinigungsbürste auch mal bis in die Ecken hinein. Dort, wo sich gerne mal Wollmäuse ansammeln und führt das Ganze dann in den eigentlichen Auffangschlitz dann weiter. Wir arbeiten mit modernster Sensortechnik. Das bedeutet, wir haben drei Sensoren mit dabei, die ganz klar so auch mal eine Treppenstufe erkennen, die natürlich auch erkennen, wenn Sie jetzt hier auch mal auf ein Hindernis zufahren, das heißt mal ein Tischbein, ein Stuhlbein zum Beispiel, dann dreht er ab. Allerdings kommt er wieder, weil wir hier ganz klar eine Zwei-Phasen-Möglichkeit haben. Das heißt, er nimmt also jeden einzelnen Bereich, den er komplett aussaugt, noch ein zweites Mal vor und schaut, ob er denn auch selber mit seiner Arbeit zufrieden sein kann. Das Schöne ist, dass wir natürlich jetzt hier also auch sehr, sehr leise unterwegs sind mit 65 Dezibel, deutlich leiser als jeder handelsübliche Staubsauger. Und wir sind natürlich beutellos unterwegs. Das heißt, hier hast du jederzeit ganz einfach mal den Auffangbehälter, den du leer machen kannst. Und dann ist die Geschichte auch schon wieder gut. Eine schöne Geschichte, finde ich, zumal das alles vollkommen automatisch passiert. 90 Minuten hält er vom Akku her. Und das Schöne ist, antistatisch können wir natürlich auch Haare und kleine Hautschüppchen und dergleichen wegnehmen. Kennt man von den entsprechenden Aufnehmern. Ich finde, gerade diese Maschinen nehmen uns unglaublich viel Zeit und Arbeit ab. Und genau dafür sind Maschinen eigentlich mal konzipiert worden, oder? Richtig, also ich finde das einfach fantastisch. Denn gerade beim Kehren, ne? Kehren zum Beispiel müsste man ja eigentlich mehrmals am Tag. Warum? Ja. Man bereitet das Essen vor, dann fallen immer wieder ein paar Krümelchen vielleicht auf den Boden. Dann hat man noch Tiere, die Tierhaare auf dem Boden zum Beispiel. Und das ist einfach lästig, das jeden Tag zu machen, liebe Zuschauer. Deshalb ist so ein Kehrroboter einfach perfekt, weil der den Staub, den ganzen Schmutz, die Verunreinigung vom Boden quasi für Sie aufkehrt, sodass Sie weniger Arbeit haben, dass Sie sich darauf freuen, wieder nach Hause zu kommen, weil Sie einfach wissen, der Boden, der ist schön rein und da kann man dann gerne auch mal mit den Söckchen oder vielleicht sogar barfuß durch die Wohnung flitzen, weil der Boden, der ist ja bereits gekehrt. Die NX5710 und die 569, Ihre Bestellnummer, das ist einmal der Auffangbehälter, oder? Ganz genau, das ist der Auffangbehälter, wie wir hier sehr schön sehen können, ist der Auffangbehälter direkt hinter der rotierenden Bürste angesetzt.
besetzt. Das heißt, wenn du fertig bist oder wenn der Kehrroboter fertig ist, gehst du ganz einfach zum Papierkorb, machst die Klappe auf und kannst das Ganze dann ausschütten, ob du jetzt mal mit dem Pinselchen durchgehst oder nicht. Das ist natürlich dir überlassen. Da sehen wir im Hintergrund die rotierende Bürste, dann ganz einfach wieder zuklappen. Und Sie können ihn natürlich ganz einfach mal saugen lassen, liebe Zuschauer. Sie können ihn natürlich über glatte Böden, über PVC, über Laminat, über Parkett, über Fliesenböden laufen lassen. Aber durch seine rotierende Reinigungsbürste ist er eben auch mal hervorragend geeignet, um auch mal über kurzflorige Teppichböden drüber zu saugen. Und das Schöne ist, dass wir eben hier jederzeit das antistatische Tuch mit dazu packen können. Du könntest es theoretisch gesehen, also auch mal leicht nebelfeucht einsprühen, wie es immer so schön heißt, und dann komplett ohne Chemie ganz einfach mal durchwischen. Hat nichts mit 100% bakterieller Bekämpfung zu tun, das ist klar, aber um vielleicht auch mal etwas gröbere Verschmutzungen, mal einen übergekippten Kaffee oder mal einen Fleck oder was, den du mit den Schuhen reingetragen hast, ganz einfach mal wegzuwischen, ist auch das überhaupt kein Thema, weil auch das lästige Aufgaben sind, die uns ein Stück weit ins Kreuz reinfahren. Ich finde den klasse jetzt hier und vor allen Dingen ist der auch vom Preis her sehr attraktiv. Schau dir das mal an. 66,41 € ist doch kein Geld für so eine Arbeitserleichterung. Das ist der Wahnsinn. Das ist ganz viel Lebensgefühle, Lebensqualität, welche Sie hier bekommen mit dem Care-Roboter. Und der liebe Carsten kann vielleicht noch einmal auf Start drücken, bevor es losgeht. Und Sie sehen, Sie haben auch hier so kleine Seitenbürstchen. Das heißt, wirklich der gesamte Schmutz wird hier einmal vom Boden entfernt, sodass Sie wirklich einfach nur genießen können. Gerade in der Weihnachtszeit gönnen Sie sich selbst doch mal was. Sagen Sie, ja, ich mache den Haushalt nicht mehr alleine. Ich möchte eine Putzhilfe haben in Form des Care-Roboters. Ja. Die NX5710 und die 569, Ihre Bestellnummer. Und während er hier gerade schon fleißig kehrt, sag ich Ihnen noch schnell den TV-Sonderpreis, denn der ist wirklich bombastisch. 149,90 € die unverbindliche Preisempfehlung und für Sie, wenn Sie jetzt zuschlagen, 66,41 €. Wie ich finde, ein Preis, den man sich auf jeden Fall wirklich sichern sollte. Ja. Denken Sie gerade in der Weihnachtszeit vielleicht auch an sich, an Ihre Gesundheit, an Ihren Rücken, sodass es Ihnen gut geht und dass Sie sich freuen, ins nächste Jahr zu starten. Und deshalb, wir reden gar nicht lang drum rum. Platz Nummer 9. Und auf Platz Nummer 9 befindet sich eine absolute Neuheit, denn auch da wird Ihnen die Arbeit erleichtert. Jetzt aber, wie ich finde, wirklich in einer Riesenform, oder? Ja, absolut. Wir reden natürlich jetzt von einem Bluetooth-steuerbaren Fensterputzer-Roboter, der natürlich ein Stück weit so aussieht wie die Modelle, die wir Ihnen in der Vergangenheit schon angeboten haben, liebe Zuschauer. Ich persönlich habe hier also auch den normalen Fensterputzroboter in der Farbgebung weiß zu Hause und bin davon absolut begeistert. Also wer das Modell zu Hause hat, der wird mir da wahrscheinlich recht geben. Das Putzergebnis ist ganz einfach zufriedenstellend, ist ganz einfach befriedigend, muss man ganz klar sagen. Streifenfreie Sauberkeit, nicht nur auf Fensterscheiben, sondern grundsätzlich auf allen glatten Flächen. Das war der Tenor von der ersten Fensterputzmaschine bis zum heutigen Tage. Was allerdings bis zum heutigen Tage nicht möglich war, die Fernsteuerung eines solchen Fensterputzroboters nicht nur mit der Fernbedienung, sondern ganz einfach auch über Bluetooth. Das ist ja die kabellose Anbindung deines Smartphones bzw. deines Tablet-Computers, grundsätzlich eines jeden Bluetooth-fähigen Gerätes. Das könnte auch beispielsweise mal dein Laptop sein. 10 Meter Reichweite hast du dafür. Das heißt, du kannst jetzt hier ganz bequem mit deinem Smartphone irgendwo sitzen und dich damit beschäftigen, kannst deine E-Mails abfragen, in die sozialen Netzwerke reingehen und parallel dazu kannst du deinem Fensterputzroboter jederzeit die Richtung vorgeben. Wenn du jetzt sagst, pass mal auf, da vorne, da ist noch ein Fleckchen, da wichst du bitte noch mal drüber, wird dir wahrscheinlich jede Putzkraft oder sicherlich auch mal die Dame des Hauses ein Vogel zeigen, sagen, hör mal Junge, jetzt krieg mal deinen Hintern hoch und mach das gefälligst selber. Der meckert nicht, der fährt dann entsprechend noch mal über die Stelle drüber, wobei er auch hier wieder diesen Zweimal-Modus hat. Das heißt, er kontrolliert seine Arbeit, nachgetane Arbeit nochmal. Und wenn er nicht zufrieden und glücklich ist, wenn noch Streifen oder Verschmutzungen da sein sollten, geht er noch ein weiteres Mal drüber. Also allein die Steuerung über die Applikation finde ich schon mal großartig, wobei eigentlich auch das Standardprogramm locker ausreicht. Also den Fensterputzroboter, den ich zu Hause habe, den setze ich einmal auf die Scheibe drauf, der haftet mit Unterdruck. Und alles andere lasse ich ganz einfach in einem Standardautomaten
Automatikprogramm ablaufen. Damit bin ich schon sehr zufrieden. Vielleicht haben Sie andere besondere Scheiben, besondere glatte Flächen, auch mal Wintergärtenscheiben beispielsweise oder auch mal der Fliesenspiegel im Badezimmer. Dann kann man ihm natürlich auch gerne die Putzrichtung vorgeben. Übrigens auch mit der entsprechenden Vorrichtung versehen. Hier, das verändert ganz einfach den Druck, um auch mal die Fugen beispielsweise zwischen den Fliesen auszureinigen. Schönes Modell, sehr schön sogar. Was Fantastisches ist, Sie kennen es vielleicht bereits von den vorherigen Modellen, dass der sich mit Unterdruck quasi einmal an die Scheibe festsaugt und nicht mehr loslässt. Und dann sagen Sie ihm quasi einmal den optimalen Putzweg an oder Sie nehmen eins der bereits voreingestellten Programme und dann geht der quasi über die Scheibe, reguliert den Luftdruck dann nochmal, weil Sie können nicht nur Ihre Scheibe jeder Breite reinigen. Nein, Sie können zum Beispiel auch Kacheln, Fliesen, so kleine Mosaiksteinchen, die man im Badezimmer zum Beispiel hat, die können Sie auch mit dem reinigen. Auch der hat natürlich wieder Sensoren, sodass auch rahmenlose Fenster hier optimal geputzt werden können. Wir haben jetzt hier nur, Carsten, noch einige Weiterentwicklungen. Wir haben hier zum Beispiel die AI-Technologie mit der verbesserten Firmware und. Also hier wurde quasi noch mal eins draufgelegt. Da kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man den Vorgänger kannte. Also da muss ich zugeben, ist in Sachen... Das schickst du ja so in diesem Schwarz mit diesem Neongelb hier. Ja, sehr, sehr schön gemacht. Bienchen. Kommt vielleicht aus Dortmund, der Gute hier. Weiß man alles nicht, ja. Schwarz und Gelb. Nee, liebe Zuschauer, also die Firmware, also die Software, die der Hersteller aufspielt, die ist nochmal deutlich verbessert worden. Neben der neunfachen Sensortechnik, die hier unseren Fensterputzroboter auszeichnet. AI-Technologie bedeutet, der erkennt also auch entsprechende Hindernisse. Das heißt den Fensterrahmen und er würde sogar das Ende einer Duschkabine zum Beispiel erkennen, die ja in der Regel doch eher rahmenlos gestaltet worden sind. Noch leiser, noch schneller und noch präziser vom Putzergebnis her. Und das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Was ich so super finde bei diesen Fensterputzrobotern, ist ganz einfach der Punkt, dass man hier keinen Magneten mehr braucht, der den Roboter von der anderen Seite irgendwo festhält. Denn heutzutage ist es fast üblich, im Sinne einer positiven Energiebilanz zu Hause, Strom und natürlich auch Heizung kostet alles Geld, dass man hier auch gerne mal doppelt oder dreifach verglaste Scheiben verbaut, gerade auch in den höheren Etagen bei Mehrfamilienhäusern. Und da musst du dir keine Gedanken machen, der haftet ganz einfach mit Unterdruck, das heißt einfach verglast, zweifach, dreifach, sogar eine Panzerverglasung wäre hier überhaupt kein Thema und das gilt eben für alle glatten Flächen. Ich finde das super, dass wir den heute für 54% Preisvorteil anbieten. Für 322,91 liefern wir den sogar noch Porto und versandkostenfrei und das innerhalb von 2 bis 3 Werktagen. Das heißt, die Scheiben, die putzt für das heilige Fest ganz einfach jemand anders aus. Das ist doch fantastisch und nicht nur die Scheiben, nein, auch ihren Fliesenspiegel, vielleicht ihre Spiegel zu Hause und. Der ist noch leiser als die Vorgängermodelle. Der ist wirklich hier nochmal perfektioniert bei der AI-Technologie mit verbesserter Firmware, berechnet der Putzwege und Kanten noch optimaler. Rahmenlose Fenster werden hier gereinigt. Die Hobot-App natürlich kostenlos zur Steuerung via Bluetooth können Sie auch direkt runterladen und natürlich selbstverständlich auch die Anti-Absturz-Programmierung, sodass Sie einfach ganz genau wissen, hier passiert nichts. Sicherungsseil gibt es auch mit dazu. 12 Reinigungspads, die Sie dann super einfach in der Waschmaschine wieder waschen und verwenden können. Die NC 5831 und die 569, also ich finde, das ist ein perfektes Geschenk, welches man anderen machen kann, aber auch sich selbst. Bitte, bitte denken Sie an sich, denn gerade natürlich auch in der Weihnachtszeit, da möchte man es sich gut gehen lassen. Und das können Sie mit Platz Nummer 9 und wir schauen mal, was auf Platz Nummer 8 auf Sie wartet. Und auf Platz Nummer 8 wird es so romantisch, aber romantisch ohne Brandgefahr. Ja. Denn das ist ja immer ein Punkt, ne? Kerzen, schön, diese lodernden Flammen. Also ich liebe es unheimlich und Sie zu Hause vielleicht auch. Aber die Gefahr, dass man bei einem schlechten Filmchen vielleicht mal einnickt oder dass man vergessen hat, eine Kerze auszupusten, die ist mir dann doch zu groß. Ja, also wenn es die erste Frage, die der Versicherungsmensch stellt, wenn er im Rahmen deiner Haftpflicht oder deiner Hausratversicherung zu dir kommt, wenn also mal ein Wohnungsbrand entstanden ist. Und das ist so eine kleine, unscheinbare Frage, auf die man mitunter gar nicht unbedingt so spontan reagieren kann oder reagiert, wie man das normalerweise im Sinne des Versicherungsvertrages tatsächlich möchte. Sind die eingeschaltet, Jana? Gucken. On, off. Jawohl. Das Schöne ist, wir können jetzt hier natürlich, liebe Zuschauer, ganz bedenkenlos, also nicht nur mal eben in die Küche gehen, ohne dass wir im Wohnraum jedes Mal die Kerzen auspusten müssen, im Sinne unseres Versicherungsvertrages für die Hausratversicherung. Wir können natürlich auch mal aus der Garage rausfahren. Wir können
können sogar mal 3-4 Tage Urlaub machen. Und das, obwohl zu Hause die Kerzen in Anführungsstrichen brennen. Wir haben Echtwachskerzen hier für Sie. Die fühlen sich an wie echte Kerzen, die riechen wie echte Kerzen, die sehen aus wie echte Kerzen. Vivian zeigt Ihnen gerade, dass es echter Wachs schlicht und ergreifend ist. Mit den entsprechenden Wachsnasen, die auch bei einer echten Kerze rechts und links runterlaufen würden. Allerdings sind wir eben hier absolut sicher, weil wir mit moderner LED-Technik arbeiten können. Das heißt, keine Hitzeentwicklung, dementsprechend kein offenes Feuer und dementsprechend also auch keine Brandgefahr mehr vorhanden. Und das Schöne ist, die LED-Technik, die braucht noch nicht mal nennenswerten Strom. Das heißt, mit so einem Satz Batterien wirst du wahrscheinlich ewig hinkommen. Zumindest also auch mal locker durch den kompletten Winter durch. Und das finde ich ebenfalls spitzenklasse. Ja, dass du mal eine Kerze bzw. ein Dreier-Set Kerzen mit der Fernbedienung an- und ausschalten kannst. Direkt vom Bett oder vom Sofa aus. Und das Schöne ist, wir können ja hier noch viel, viel mehr einstellen. Ja. Es ist ja nicht nur, dass die Kerze an- und aus ist. Nein, wir haben die Möglichkeit, einen Timer zu programmieren, wo Sie dann einstellen können, ob Sie zum Beispiel 4 oder 8 Stunden lang hier diesen wunderschönen Kerzenschein genießen wollen. Dann haben Sie die Möglichkeit, Achtung, schauen Sie mal genau auf die Kerze, hier zum Beispiel auch einzustellen, wie intensiv Ihre Kerze leuchten soll. Also die Helligkeit, voller Helligkeit, genau. Ja. Oder etwas gedimmter Helligkeit. Dann haben wir hier 2 Modi. Einmal Light und einmal Candle. Und hier sehen Sie das. Also einmal das ganz normale Licht. Achtung, ich wechsle noch mal kurz. Also das ganz normale Standlicht jetzt auf, Achtung, voller Intensität oder auf halber Intensität. Dann haben Sie die Möglichkeit, hier einmal in den Kerzenmodus zu gehen, wo dann dieser Kerzenschein imitiert wird. Sieht wirklich ganz echt aus, auch wieder entweder auf einer niedrigen Helligkeit oder Sie sagen, das möchte ich gerne richtig hell genießen. Und Sie sehen das schön, cool, wie die LED hier arbeitet und wie sie den Kerzenschein imitiert, wie das Lodern der Flamme hier quasi imitiert wird. Romantik pur und das hier auf den auf Knopfdruck, der Timer selbstverständlich 4 oder 8 Stunden. Das heißt also, Ihre LED-Kerzen, wenn Sie die vergessen auszumachen, dann ist es noch nicht mal so, dass Sie die ganze Nacht anbleiben. Die schalten sich dann dementsprechend nach 4 oder 8 Stunden automatisch ab. Habe ich noch bei keiner Kerze gesehen. Ich kenne das nur, wenn die runtergebrannt ist, wenn das Wachs auf dem Tisch ist. Ja, wenn hoffentlich nichts passiert ist, dann ist sie aus. Ja, und dann hat man die Sauerei. Hier gar nichts. Löschpapier hatte ich vor kurzem mal mit einer guten Freundin das Thema. So, und Sie kennen das, liebe Zuschauer, gerade jetzt so auf so einer festlich gedeckten Tafel. Wenn mehrere Personen da sitzen, dann hat man natürlich häufiger das Problem, dass man mal nach dem Gemüse greift oder mal nach den Kartoffeln greift oder mal zum Salzstreuer und zack hat man mal so eine Kerze umgeschubst. Ein Kollege hat von mir vor kurzem hier also auch mal drüber über so eine Kerze gegriffen, hatte den Ärmel in Flammen stehen. Da können Sie natürlich jederzeit mal so ein Dreier-Set dort platzieren, wo Sie normalerweise mit echtem Feuer keine Chance hätten. Und das, was wir für 3 Stück haben wollen, wollen andere für 1. 18,91 € für 3 LED-Kerzen mit Fernbedienung und. Und das unter der NC9015 und der 569. Wir machen weiter, Platz Nummer 7. Auf Platz Nummer 7, wie ich finde, ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk, bekommen Sie eine ganz besondere Wanduhr. Was diese Wanduhr so besonders macht, sehen Sie vielleicht. Aber auch das wird der liebe Carsten uns gleich noch erklären. Liebe Zuschauer, wir möchten Ihnen sagen, wenn Sie heute bestellen, dann wird auf jeden Fall Ihre Lieferung, Ihre Geschenke, Ihre Bestellungen noch vor dem Weihnachtsfest ankommen, sodass Sie auch noch Zeit haben, ein schönes Geschenkpapier drum zu packen und an den Beschenkten eine große Freude zu bereiten. Deshalb können Sie hier zugreifen für 28,41 €. Ein wunderschönes Modell findest du übrigens auch bei mir zu Hause. Ich war alleine vom Design der Uhr sehr angetan, weil es einfach schlicht, weil es schnörkellos ist. Sie kennen das, Sie kriegen diese Wanduhren ja auch im Einzelhandel mitunter in den abenteuerlichsten Formen, Farben und Ausrichtungen. Auch wir haben definitiv auch noch etwas buntere Modelle im Programm. Aber diese hier hat mich so begeistert, weil sie einfach schlicht ist. Und du kennst mein Problem mit den Augen. Auf 3 Meter Entfernung kann ich ja unseren Monitor kaum erkennen jetzt hier. So blind bin ich mittlerweile. Das gleiche Problem habe ich auch zu Hause, wenn ich mal eben kurz an der Küche vorbei mal eben ins Badezimmer flitzen möchte. Da hatte ich immer das Problem, dass die Uhren zu klein waren. Und eine Digitaluhr, die leuchtet natürlich die ganze Nacht über. Das war jetzt auch nicht mein Ding. Hier gehe ich dran vorbei und kann aus dem Augenwinkel so
sofort erkennen, was Sache ist. Schön schnörkellos und schlicht gemacht. St. Leonhard mag da eher so diesen eher etwas eleganteren, schlichten Touch mit den Stundenmarkierungen, mit arabischen Ziffern. Super. Was ich aber sehr zu schätzen weiß, sind gerade diese Leuchtelemente in der Nacht. Wir haben das gerade gesehen und grün steht hier, die Farbgebung grün steht hier nicht für die Hoffnung, sondern ganz einfach für eine schonende Möglichkeit, auch mal in der Nacht, in der Dämmerung, in der Dunkelheit mal auf die Uhr zu schauen. Und Sie können sich überlegen, da sehen wir es mal sehr schön, ob Sie dieses Licht anlassen oder ob Sie es gerne auch ausschalten möchten, wenn Sie es nicht haben wollen. Aber in der Nacht ist es einfacher und leichter für die Augen speziell, wenn die aus der Dunkelheit kommen, ganz einfach mal auf so eine grüne, dezente Beleuchtung zu schauen. Dann erkennst du, was Sache ist, als auf so ein hell erleuchtetes Handy-Display oder wenn du mal das Licht anmachen musst, das Oberlicht vom Zimmer, da bist du sofort bei einem 180er Puls und das mitten in der Nacht, das willst du auch nicht. Willst du noch mal kurz gucken, wie spät es ist? Kann ich mich noch mal rumdrehen oder muss ich bald aufstehen? Das ist hier ohne weiteres gegeben und auch in den Abendstunden. Ja, wenn du so etwas dämmerige Beleuchtung hast, kannst du diese Uhr super erkennen und du kannst dich darauf verlassen, dass sie immer richtig geht, denn das ist eine Funkuhr, auf die Sekunde genau, musst du dir noch nicht mal Gedanken über Sommer- und Winterzeit machen. Perfekt, also eine Uhr, worüber Sie sich keine Gedanken machen müssen, die zeigt Ihnen nur ganz präzise natürlich die genaue Uhrzeit an. Und ich finde, dass diese Beleuchtung wirklich auch wunderschön ist. Jetzt stellen Sie sich das vor, gerade in der dunklen Jahreszeit, wo es natürlich ganz schnell dämmert und wo es dunkel ist. Und dann haben Sie Ihre Uhr hier perfekt einmal beleuchtet. Ja. Dekorativ eine Wahnsinns-Hingucker. Und vor allem auch als Geschenk natürlich optimal geeignet. 28,41 Euro Ihr TV-Sonderpreis. Ja. Und die Bestellnummer, die NC 7088 und die 569. Und hier sehen wir das wirklich ganz schön. Zum einen erleichtert das natürlich auch die Uhr in der Dunkelheit lesen zu können. Sie sehen das, dekorativ ein Wahnsinns-Hingucker. Ja. Und ich finde, so Uhren kann man auch immer super verschenken, gerade zum Weihnachtsfest. Also ich glaube, da freut sich jeder drüber. Jeder braucht mal in der Küche eine vernünftig große Uhr, im Badezimmer oder auch mal im großen Wohnraum. Und gerade diese Uhr kommt jetzt hier mit gut 30 cm Durchmesser auf eine klassische Größe, hat diesen schönen silbernen Rand mit dabei, eine schöne stabile Glasoberfläche, aber eben hier auch die Funkvariante. Das heißt, die geht nach der Atomuhr genau auf die Sekunde genau. Und wir haben sogar einen Lichtsensor mit drin. Das heißt, selbst wenn du die Beleuchtung zuschaltest, musst du dir keine Gedanken machen, dass die den ganzen Tag über brennt. Das heißt, die geht erst dann an, wenn der Dämmerungssensor erkennt, okay, jetzt macht Sinn, ganz einfach mal die Beleuchtung zuzuschalten. Das wird in der Regel so am frühen Nachmittag dann der Fall sein. Aber auf jeden Fall dann, wenn es einfach etwas dunkler wird. Und fast 45% Preisvorteil ist doch mal eine Ansage. Sowas findest du momentan so günstig in keinem Einzelhandel. Das stimmt wohl. Die NC 7088 und die 569. Selbstverständlich können auch Sie jetzt noch schnell zugreifen, wenn Sie wissen, die Gäste, die kommen an Ihrem Weihnachtsfest und Sie wollen noch mal dekorativ ein Highlight setzen, dann bestellen Sie unter der NC 7088 und der 569. Wunderschön, St. Leonhard. Ich liebe sowieso den Schmuck und auch die Dekoration von denen. Die machen schöne Sachen, ne? Vom Design her, klasse. Fantastisch. Ein toller Platz Nummer 7 hier im Ranking Küche und Haushalt. Und wir machen weiter für Sie mit Platz Nummer 6. Platz Nummer 6 haben wir wieder eine wirkliche Hilfe für Ihren Haushalt. Denn das Saugen, das ist ganz schön anstrengend. Sie kennen das. Der schwere, große Staubsauger, meistens so 7, 8 Kilogramm. Dann mit dem langen Kabel muss einmal durch die gesamte Wohnung gezogen werden. Hauen Sie sich auch mal Möbelstücke an oder ärgern sich die Bolle, weil der Staubsauger zum Beispiel einmal auf den Rücken fällt. Also ich mag das überhaupt nicht. Und vor allem bin ich gerne unabhängig und sauge auch mein Auto selber aus. Danke dir, Diana. Das ist sehr löblich von dir. Ja. Das tun die wenigsten und wundern sich dann, warum dann irgendwann also auch mal die Flecken nicht mehr wirklich weggehen. Ich kann es aber ehrlich gesagt verstehen. Also auch bei uns in der Tiefgarage gibt es keinen öffentlichen Stromanschluss. Klar, irgendjemand muss den Spaß bezahlen. Und insofern hat man zwar zwei Steckdosen in der Tiefgarage bei uns, eine Mehrfachgarage, aber die sind abgeschlossen. Das heißt, da haben also wirklich nur ausgewählte Personen Zugang. Wenn man zur Tankstelle fährt, zahlt man in der Regel so seine 2 Euro oder mal 1 Euro oder was für diese Saugmaschinen und die sind nicht wirklich zuverlässig. Da habe ich doch lieber mal einen kleinen, akkubetriebenen, leichten Handstaubsauger zur Hand, der nicht nur kompakt daherkommt, der mit 2 Kilo Gesamtgewicht, also wirklich auch ein Leichtgewicht darstellt und von der kompletten Ausstattung her so gestaltet wurde, dass man sich wirklich fragt,
wie schaffen wir das eigentlich, so eine perfekte Technik für 66,41 € anzubieten. Kabellos, mit einem Akku ausgestattet und mit moderner Zyklontechnik. Das bedeutet, kein Saugkraftverlust und wir brauchen noch nicht mal mehr einen Staubsaugerbeutel. Wir haben einen permanenten Auffangbehälter mit einer Bodenklappe. Das heißt, wenn der mal irgendwann voll ist und das dauert eine ganze Weile mit 0,8 Liter Volumen, gehst du ganz einfach zum Papierkorb, machst ihn wieder leer, pustest mal kurz durch und dann geht die Reise auch schon wieder weiter. So einfach ist das jetzt hier und von den Aufsätzen her bist du ebenfalls absolut flexibel. Du hast hier vorne diesen kleinen, ich sage mal, Bajonettaufsatz mit dazu. Das ist so eine Fugendüse, können wir gleich am Sofa mal zeigen. Aber natürlich auch dieses Teleskopgestänge und auch das kannst du auf unterschiedliche Längen gerne so einstellen, wie du das haben möchtest. Es gibt kleine Frauen, es gibt große Männer oder andersrum. Das stimmt. Das kannst du ganz einfach hier zusammenstecken, brauchst also noch nicht mal einen Schrauber oder irgendwas anderes. Ein Leichtgewicht. Ein absolutes Leichtgewicht, liebe Zuschauer, hier sollten Sie zuschlagen. Das macht so viel Spaß, das Saugen, weil sie einfach unabhängig sind, weil sie zum Auto gehen können, weil sie zum Beispiel das Auto aussaugen können. Zudem so Kleinigkeiten, die ja immer im Haushalt anfallen, zum Beispiel sie kochen jetzt gerade oder sie essen auf der Couch ihr leckeres Toastbrot und alles ist voll gekrümelt. Dann wollen sie nicht den schweren Staubsauger holen und alles saugen. Nein, dann holen sie hier diesen 2-in-1 Akku-Zyklon-Staubsauger und saugen damit dann super einfach hier bequem ohne Kabel quasi einmal die ganzen Krümelchen von der Couch. Und da kriegst du natürlich mit der Fugendüse auch entsprechend mal die ganzen Erdnüsse weg, die auch mal in die Zwischenräume reingerutscht sind. Gleiches gilt natürlich für Sofa und Autositz gleichermaßen. Wenn Sie mal sehen würden, wie der Sitz hinter meinem Fahrersitz aussieht, da wo mein Sohn normalerweise Platz nimmt, dann wissen Sie, warum so ein Teil wirklich sinnvoll ist. Du hast gerade noch was angesprochen, Vivian. Lass uns doch ganz einfach mal den großen Aufsatz draufpacken jetzt hier. Das müsste auch von der Größe her in etwa passen. Ja? Das Schöne ist, dass wir hier eben komplett kabellos unterwegs sind. Und das bedeutet, wir können jetzt hier bei uns im Studio, liebe Zuschauer, an dieser Stelle genauso gut saugen wie an der anderen Seite des Studios. Und das sind mit Sicherheit 10, 15 Meter bis darüber. In der Regel hat man so ein Verlängerungskabel, ein ganz normales stromführendes Kabel für einen Staubsauger. Mit ungefähr 4-5 Meter Länge. Das heißt, sie haben so ungefähr 6-7 Meter Aktionsradius. Und das ist natürlich nicht die Welt. Je nach Größe des Wohnraums hat man da vielleicht dann doch noch mal die ein oder andere Steckdose mal hinterm Schrank oder hinterm Sofa, die man da auch für die Ecken dann entsprechend ranziehen muss. Das ist nicht unbedingt jedermanns Sache, da immer gleich die Möbel zu verrücken, nur mal kurz durchzusaugen. Hier ist man komplett ohne Kabel unterwegs. Und Sie werden feststellen, dass wir hier nicht nur ein großes Volumen im Fangbehälter haben, wir haben hier auch keinen Saugkraftverlust mehr. Finde ich Spitzenklasse, denn Staubsaugerbeutel kosten A Geld und B, je voller sie werden, desto mehr lässt die Saugkraft des Gerätes nach. Klar, weil irgendwann der Beutel verstopft und dann ist natürlich auch die Einlassdüse nicht mehr ganz so frei, wie sie das am Anfang war. Und schon hat man von den rund 2000 Watt oder Watt von dem Stromfresser dann vielleicht nur noch die Hälfte zur Verfügung. Das kann hier nicht passieren, weil die Zyklontechnik hier, eine Vierfach-Zyklontechnik übrigens, tatsächlich dafür sorgt, dass im Rahmen der Zentrifugalkraft ganz einfach die eingesaugten Schmutzpartikel, die ganzen kleinen Schüppchen oder das, was sie eingesaugt haben, ganz einfach hier an den Außenbereich des Fangbehälters gedrückt werden. Das heißt, bis der verstopft, muss also wirklich schon einiges passieren. In der Regel hat man hier ganz einfach vorher schon den Behälter geleert. Und wie einfach das funktioniert, das haben wir eben schon kurz gesehen. Siehst du das hier? Wie zuverlässig das funktioniert? Das funktioniert wirklich fantastisch. Und das Schöne ist, liebe Zuschauer, dass Sie hier wirklich komplett Rücken schonen und vor allem mal ganz dort saugen können. Also wenn ich das schaffe, hier auf meinen hohen Schuhen mit wirklich wenig Kraft den in einer Hand zu halten und dazu noch auf einem Bein zu stehen, dann schaffen Sie das zu Hause auch. Und das vor allem ganz bequem. Bitte lassen Sie Ihren großen Staubsauger doch einfach mal in der Kammer stehen. Machen Sie es sich einfach ungemütlich. Gerade in der Weihnachtszeit, wo die Gäste kommen, wo natürlich auch mehr Dreck anfällt, ist sowas wirklich Gold wert, die NX5690 und die 569. Ihre Bestellnummer, wie ich finde, ein absolutes Highlight im Haushaltsbereich und natürlich auch für die Herren draußen zum Autosaugen. Also hier bei diesem Preis zuschlagen und wir machen weiter mit der Halbzahl. Platz Nummer 5. Was gehört natürlich zu einem guten Haushalt mit dazu? Wie ich finde und wie auch der Carsten findet, natürlich perfekte Raumluft und vor allem natürlich auch eine perfekte Atmosphäre, die Sie da schaffen, um einfach entspannen zu können, damit Sie nach einem gestressten Tag
in ihr trautes Heim kommen und sagen, ja, ich fühle mich wohl, ich mache mir einen Zimmerbrunnen an, denn das Zimmerbrunnengeplätscher gepaart mit der Luftfeuchtigkeit, die hier erhöht wird, ja, und einem dekorativen Highlight zu Hause, ist, glaube ich, unbeschreiblich. Ja, das ist genau der Punkt. Und gerade jetzt in der Winterzeit, wo wir alle, glaube ich, so ein bisschen gestresst sind, weil wir alle zu wenig Tageslicht abbekommen, Vitamin B12, das Wohlfühlvitamin sozusagen, das geht uns allen ein Stück weit ab. Insofern hat man natürlich jetzt neben dem ganz normalen, üblichen Weihnachtsstress, den man schon seit vielen Jahren kennt, habe ich alles, wann packe ich die Geschenke ein und habe ich jetzt das Rinderfilet beim Metzger bestellt oder muss ich noch eine Runde drehen oder was, haben wir alles zusammen. Da kommt natürlich jetzt also auch noch diese trockene Heizungsluft dazu. Und diese trockene Heizungsluft zu Hause, da können wir nichts gegen machen. Wir müssen natürlich heizen, es ist kalt draußen, gerade auch in der Nacht. Und das Problem ist eben, dass natürlich durch diese trockene Heizungsluft auch deine kompletten Schleimhäute neben deiner Haut komplett austrocknen. Ja? Also du hast in der Regel viel zu wenig Luftfeuchtigkeit in der eigentlichen Raumluft. Und je trockener deine Schleimhäute werden, desto anfälliger wirst du ganz einfach auch für Erkältungen. Und dadurch, dass momentan wirklich jeder unterwegs ist in den Supermärkten, in den Fachgeschäften, um da seine Weihnachtseinkäufe zu tätigen, kannst du zu 100% davon ausgehen, dass du früher oder später auf irgendjemanden triffst, der sich da gerade mal hingeschleppt hat und der vielleicht mal niest oder gerade mal so ein paar Viren mit sich rumschleppt. Oh, ja. Und du rufst natürlich wegen deiner trockenen Schleimhäute gleich hier. Ich kann mir persönlich was Schöneres vorstellen, als die 3 Weihnachtsfeiertage mit 15 Tempo bewaffnet, irgendwo mit Schüttelfrost im Bett zu verbringen. Ja, also die verbringe ich lieber unterm Baum mit ein paar schönen Leckereien und ein bisschen guter Musik und schönen Geschenken im Kreise der Familie. Ja. Und insofern ist so ein Luftbefeuchter auf natürliche Art und Weise genau das, was du im Winter gebrauchen kannst. Und du hast recht, dieses Geplätscher. Ja, die Erde besteht zu einem Großteil aus Wasser, wir Menschen bestehen zu einem Großteil aus Wasser. Das empfinden wir einfach als angenehm. Geht mir ganz genauso. Also ich finde, das ist super entspannt. Das ist Erholung pur, die Sie sich hier für 47,41 € nach Hause holen. Schauen Sie sich dieses wunderschöne Design an. Schön gemacht, eine Wallteich mit einer LED und natürlich einer Pumpe, wo dann das Wasser quasi einmal runterplätschert und dann auch noch schön beleuchtet wird. Also Dekoration, die wirklich Spaß macht, und vor allem wird hier auch Ihrer Gesundheit wirklich etwas Gutes getan. Gerade in dieser Heizperiode, wo wirklich die Schleimhäute, du hast es gesagt, extrem trocken sind, wo wir merken, die Damen, dass die Haare spröde werden. Oder natürlich, dass auch die Herren zum Beispiel auch fühlen, dass die Haut zum Beispiel trocken wird, dass man sich generell einfach unwohl fühlt und vor allem auch Probleme mit dem Atemwegen hat. Man merkt das genauso. Ja. Ja. Oder vielleicht auch ein Reizhusten, den sie da morgens haben. Das liegt meistens, hängt meistens damit zusammen, dass sie halt einfach eine ganz, ganz geringe Luftfeuchtigkeit zu Hause haben. Deshalb stellen sie sich hier so einen Wallteich, vielleicht ins Wohnzimmer, vielleicht auch ins Schlafzimmer. Bestellen sie direkt 2 oder sie sagen vielleicht, mittags nehme ich den mit ins Wohnzimmer und abends dann mit ins Schlafzimmer, damit Sie einfach immer ein perfektes Raumklima haben. Und ich kann Ihnen versprechen, Sie haben diesen Wallteich zu Hause und nach einer Woche sagen Sie, ich kann ohne den nicht mehr einschlafen. Dieses Geplätscher von dem Wasser, diese fantastische Qualität, die ich hier an der Luft wieder spüre und einatme, die möchte ich nicht mehr missen. Und deshalb greifen Sie zum Hörer, die NX9004 und die 569, Ihre Bestellnummer. Guck mal, hier sehr, sehr schön gemacht, auf natürlichem Wege. Du hast das hier ist Polyresin, ne? Ja, richtig, genau. Also sehr widerstandsfähig, aber trotzdem mit einer gewissen Patina-Optik gemacht. Also ähnlich, wie man es aus dem Wald kennt, so eine leichte Bemoosung auf dem eigentlichen Wurzelwerk. Und dann haben wir jetzt hier, im oberen Teil kommt das Wasser raus, das läuft jetzt hier über diese verschiedenen Ebenen, über dieses Wurzelwerk, dann in diesen Steinfuß hinein, der ja aus dem gleichen Material besteht. Sehr schön gemacht, vor allem, wenn du mal genau hinschaust, das siehst du jetzt hier in dieser Studiobeleuchtung, weniger als vielmehr zu Hause, wenn es ein bisschen gemütlicher ist von der Beleuchtung her, haben wir all die Farben da vorne bei den LEDs drin, die du auch aus der Natur heraus kennst. Das heißt, du hast also neben einem sehr schönen Wasserspiel, neben diesem angenehmen Geplätscher, ja, was wir Menschen immer als angenehm empfinden, weil wir eben zu einem Großteil aus Wasser bestehen, deswegen ist das von der Natur auch so vorgesehen, das simuliert quasi nochmal das, was du eben auch in der Natur an einem ganz normalen Bachlauf hast. Und ich glaube, wir wissen alle, wie angenehm das ist, also auch mal im Sommer oder im Frühjahr dann, wenn die Natur es mal wieder zulässt, dann ganz einfach mal draußen auf einer Bank zu sitzen und einfach mal in die Natur zu schauen, am besten noch, wenn Wasser in der Nähe ist. Das erdet einen, oder? Absolut. Die NX9004 und
die 569 für ihren eigenen Waldteich zu Hause. Sie werden ihn nicht mehr abgeben wollen. Glauben Sie mir, das wird Ihr treuster Begleiter und Freund sein, denn dieses Wasserplätschern, das macht Spaß, das beruhigt. Zudem werden Sie die gute Luft genießen, diese Qualität, die Sie jetzt natürlich auch dann einmal quasi beim Atmen richtig spüren können. Und dekorativ haben Sie natürlich auch ein absolutes Highlight, die NX9004 und die 569, Ihre Bestellnummer. Und sichern Sie sich den fantastischen Preis, 47,41 Euro für einen beleuchteten Zimmerbrunnen der absoluten Extraklasse. Auch hier, wir geben Ihnen gerne natürlich auch so kleine Ideen und Tipps. Also ich finde, dass das Ideen und Tipps. Ich finde, dass das ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk auch ist. Also wenn Sie da jemanden haben, der vielleicht auch mal so ein bisschen entspannen muss, wo Sie sagen, dem möchte ich auch was schenken für die Gesundheit, dann ist das genau das Richtige. Und wir machen weiter mit Platz Nummer 4. Und auf Platz Nummer 4 bekommen Sie Qualität aus Deutschland. Made in Germany, Solingen, haben Sie bestimmt schon mal gehört. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass die besten Klingen einfach aus Solingen kommen. Hier bekommen Sie 6 Edelstahl-Gemüsemesser aus Solingen. Und die haben ganz viele Vorteile, die Sie gleich kennenlernen werden. Aber direkt mal der Preis. 6 Edelsteinmesser, 5 Euro. Wow. Ja, das heißt, Sie kaufen quasi 5 Stück und kriegen ein sechstes Grad mit dazu. Dankeschön. Und das hier sind diese typischen Frühstücksmesser, die man aus dem Hause Löffler kennt, liebe Zuschauer. Danke dir, Diana. Vielen Dank. Haben Sie garantiert schon mal in Ferienwohnungen gesehen? Haben Sie wahrscheinlich auch bei sich zu Hause, wahrscheinlich auch bei Ihren Eltern ein Stück weit in der Schublade gehabt? Ich glaube, das ist so ein Klassiker, den man nahezu überall findet. Ja? Den kriegst du natürlich auch mal in einer, ich sag, vielleicht nicht ganz so ausgeprägten Qualität in einem schwedischen Möbelhaus. Ja? Dann hast du nach ungefähr 3-4 Wochen den Kunststoff in 1000 Teile zerbrochen oder eben auch mal die Klinge stumpf. Hier haben wir ganz einfach Wert gelegt, nicht nur wir im Einkauf, sondern natürlich auch in der Produktion, die Firma Löffler, dass wir hier von top-qualitativen Werten sprechen können. Wir haben zum einen einen sehr hochkarätigen Kunststoff, der sehr leicht zu reinigen ist, der langlebig ist im Griff. Das Ganze auch sehr schön ergonomisch geformt, das heißt also auch mal für Rechts- und für Linkshänder bestens geeignet. Und wir haben eben diese tollen Edelstahlklingen aus Solingen. Und Solingen kennt man seit vielen Jahrzehnten, das ist in Deutschland so der Qualitätsstandard, das was Zuffenhausen von mir aus für Porsche ist oder Stuttgart für Mercedes, deutsche Ingenieurskunst, das ist Solingen für entsprechende Klingen, wenn es um Scheren, um Messer, um alles Scharfe geht, liebe Zuschauer. Das ist wirklich einfach brillante Qualität, das muss man ganz klar sagen, die allerdings auch ihren Preis hat oder hätte an anderer Stelle. Also so ein 6er Messerset zu bekommen für 5 Euro ist nahezu ausgeschlossen. Normalerweise zahlen Sie um die 20, 25 Euro, je nach Anbieter dafür. Ja. 6 Stück an der Zahl, 6 unterschiedliche Farben an den Griffen haben wir. Das heißt, sie sind also auch jedem Familienmitglied leicht zuzuordnen. Kennt man von den Fondue-Gabeln jetzt hier. Und die Klinge, die ist wirklich fantastisch und scharf, vorne abgerundet, dass man sich nicht verletzen kann. Man gleitet da richtig durch. Also super, das oder? Ist wirklich fantastisch. Sie können natürlich auch hier Steaks schneiden, wenn Sie möchten. Ja, geht alles. All das ist kein Problem, Sie sollten nur zuschlagen. 5 Euro unter der PV 9041 und der 569. Und ich werde mir die auch mitnehmen. Auch so zum Beispiel zum Frühstücken. Ne? Die ja, sind ja so scharf. Also und durch diese gezackte 8,5 Zentimeter Klinge kann man hier einfach auch optimal Brötchen zum Beispiel morgens mitschneiden. Also das ist ein Must-Have, wie ich zumindest finde. Und ich denke, für Sie auch gerade für 5 Euro zuschlagen. Und wir gehen auf das Treppchen und schauen, was Sie erwartet. Platz Nummer 3. Und auf Platz Nummer 3 bleiben wir auch irgendwo bei Ihrem Haushalt, aber es geht eigentlich eher um Ihre Gesundheit, sodass Sie gut und vor allem beschwerdefrei durchatmen können und dass es Ihnen gut geht. Ein Luftreiniger, der wirkt da wahre Wunder und vor allem, wenn er noch einen Ionisator hat, dann sowieso. Also das ist ein fantastisches Produkt. Da sollte man zuschlagen. Ja, gerade diese Raumluft, liebe Zuschauer, die wir einatmen, die ist für uns alle doch irgendwo eine gewisse Selbstverständlichkeit, oder? Ja. So selbstverständlich, Dankeschön. Liebe Zuschauer, wie man das mitunter empfindet, ist das Ganze aber ehrlich gesagt gar nicht. Danke dir, Diana. Denn in der Raumluft, und ich weiß, dass es ein sehr theoretisches Thema ist, was wir jetzt besprechen werden, haben Sie nicht nur 10 oder 20 kleine Partikel, die man ganz einfach mit der normalen Atemluft in seine Atemwege mit einatmet.
einatmet, da sind Millionen von kleinsten Partikeln unterwegs. Ja? Und wir reden hier von Hausstaub. Mitunter piesackt das einen auch, wenn man allergisch dagegen ist. Wir reden hier von Hautschüppchen, von den Tieren, von den Menschen. Wir reden von kleinen Haaren. Wir reden von dem, was wir jetzt hier also auch quasi vom Teppichboden abwetzen, wenn wir ganz einfach mit unseren Schuhen drüber gehen. Oder hier vom Polster, ja, Alcantara-Sitzgarnitur. Rutscht er zwei, dreimal drüber, dann entstehen diese kleinen Elemente und die verschwinden unsichtbar quasi für unser Auge, unter dem Mikroskop deutlich erkennbar, für unser Auge unsichtbar, ganz einfach in der Raumluft. Das alles atmest du ein und ein Großteil davon wird von deinem Körper also auf natürlichem Wege auch wieder abgegeben, aber nicht alles davon ist gesund. Und der ein oder andere wird das vielleicht in den letzten Jahren gemerkt haben, dass ganz einfach auch Allergien entstanden sind. Bei mir ging das vor 5 Jahren los mit Heuschnupfen. Erst vor 5 Jahren? Ja, habe ich noch nie Probleme mit gehabt. Und auf einmal vor 5 Jahren kommen die ersten Birkenpollen, die austreiben, ja, und dann zack, stand ich dann da und schon fangen die Augen an zu jucken. Das können Sie hier vermeiden, indem Sie ganz einfach hier die Raumluft permanent ausreinigen. Am besten machen Sie das, wenn Sie abends zu Bett gehen und lassen den Luftreiniger ganz einfach mal laufen. Den werden Sie nicht als störend empfinden, weil der A keine Gerüche abgibt und B natürlich auch sehr flüsterleise arbeitet. Und am nächsten Morgen merkst du wirklich, dass die Atemluft wirklich wie ausgereinigt, ja, schmeckt, riecht, wie auch immer. Es ist schwierig zu formulieren, aber du merkst einen deutlichen Unterschied. Wo wir übrigens gerade von Gerüchen sprechen, der kann auch gleichzeitig Gerüche bekämpfen, indem er ganz einfach ohne Chemie mit Hilfe von Ozon, das kommt in der Natur vor, ganz einfach Geruchsmoleküle aufspaltet. Im Sommer machst du ein Fenster auf, machst mal Stoßlüften 3-4 Stunden, im Winter vielleicht mal 2 Minuten, aber das reicht nicht, um so ein Raclette oder Fondue-Duft mal eben kurz nach draußen verschwinden zu lassen. Dann nimmst du den Luftreiniger und sorgst dafür, dass also auch unangenehme Gerüche verschwinden. Übrigens auch Zigarettenrauch oder auch mal Gerüche von Haustieren zum Beispiel. Ja? Also auch ein nasser Hund ist kein Problem, auch ein Katzentoilettchen ist kein Thema für diesen Luftreiniger und natürlich auch Zigarettenrauch. Es gibt viele Menschen, die gerne zum Beispiel zu Hause drinnen rauchen, aber sagen, dieser kalte Rauch, der stört mich dann doch. Übrigens, so ein kleiner Geheimtipp unsererseits, die ganzen Gebrauchtwagenhändler zum Beispiel, die haben auch so Luftreiniger, diese dann in die Fahrzeuge, wenn sie Fahrzeuge von Rauchern haben, um natürlich den Wert dann nochmal zu erhöhen, weil sie dann nach 1 bis 2 Tagen mit dem Luftreiniger, wenn sie damit gearbeitet haben, quasi keinen Zigarettenrauch mehr riechen. Ja. Und deshalb bekommt man natürlich deutlich mehr für das Fahrzeug. Liebe Zuschauer, Sie können Ihr Zuhause jetzt wieder richtig schön angenehm machen mit guter Luft. Bitte denken Sie auch immer hier an den Leitsatz, wir können 40 Tage ohne Essen auskommen, nicht mal 4 Tage ohne Wasser, aber vor allem keine 4 Minuten ohne Luft. Und deshalb sollte die Luft, die wir einatmen, natürlich sauber und gut sein. Wenn Sie sagen, die weiße Farbvariante, das ist die, die wir gerne hätten, dann ist Ihre Bestellnummer die NX9107 und die 569. Ich wiederhole nochmal, die NX9107 und die 569 für die weiße Farbvariante. Wir befinden uns ja hier wirklich in einem absoluten Klassiker, der designmäßig richtig was draufgelegt hat, aber trotzdem halt diese modernste Technik hier noch mit vereint. Und ansonsten haben wir noch ein zweites Modell hier für Sie, nämlich diese dunkle, schöne Holzoptik. Sind beide ausgesprochen beliebt, liebe Zuschauer. Erfüllen natürlich absolut und zuverlässig ihren Zweck. Raumgröße spielt übrigens dabei keine nennenswerte Rolle. Die können 20 Quadratmeter große Räume genauso zuverlässig ausreinigen und Gerüche bekämpfen wie in einem 40 oder 50 Quadratmeter großen Raum. Nur je größer der Raum ist, desto länger dauert es von mir aus. Aber die sind sehr kraftvoll unterwegs, das heißt, die saugen kraftvoll die Raumluft an. Und ich weiß, es wird mir schwerfallen, ich tue es trotzdem mal ganz kurz. Das Gerät ist eingesteckt und eingeschaltet, im Turbo-Modus auch. Ich halte es mal ganz nah an mein Mikrofon. Sie hören nichts. Nüscht. Gar nicht. Ja, also das nenne ich mal wirklich flüsterleisen Betrieb und das auf Turbo-Modus und das in 2 verschiedenen Farben für kleines Geld. Ganz ehrlich, liebe Zuschauer, das ist genau das, was Sie auch mal nach einem Braten am ersten Weihnachtsfeiertag, nach einem Fondue, einem Raclette oder erst recht nach der Silvesterparty zu Hause gebrauchen können. Kannst die Leute bei den Temperaturen auch nicht raus auf die Terrasse schicken, um mal eine Zigarette zu rauchen. Aber als Nichtraucher ist das am nächsten Tag sehr unangenehm. Dann stellst du das Gerät mal da rein und 2-3 Stunden später hast du Ruhe mit Gerüchen und mit Geruchsbelästigung im Allgemeinen. NX9106 und die 569 für die dunkle Holzoptik und die NX9107
und die 569 für die weiße Optik. 37,91 Euro, ein Preis, der gleich bleibt. Und Sie sehen hier vorher, nachher, schwuppdiwupp, hokus pokus, ja, ja. Abracadabra, der ganze Rauch ist weg. Und vor allem auch die Schadstoffpartikelchen, Keime, Viren werden aus Ihrer Luft gefiltert. Trommelwirbel, wir kommen jetzt zu Platz Nummer 1 im Bereich Küche und Haushalt. Platz Nummer 2, aber ich verleihe diesem kleinen Helferlein trotzdem Trommelwirbel, denn ich bin absolut begeistert. Wir reden von dem grandiosen, intelligenten Profi-Fensterputzroboter. Ja. Und der ist absolut gigantisch und ich wünsche ihn mir so sehnlichst zum Weihnachten, weil ich einfach finde, dass er quasi das Leben richtig schön macht und vor allem erleichtert. Ja, wir können natürlich jetzt über eine Maschine sprechen, wir können jetzt über Länge, Breite oder auch Gewicht und so weiter sprechen, aber unterm Strich gesehen sollten wir speziell bei diesen Maschinen, liebe Zuschauer, um eine deutliche Verbesserung ihrer Freizeitqualität sprechen. Jetzt haben Sie recht und Sie haben es sicherlich auch schon mitbekommen, liebe Zuschauer. Vielen Dank, Diana, dass das schon der zweite Fensterputzroboter ist in dieser Sendung Küche und Haushalt. Und es geht um die Top 10 der am häufigsten bestellten Artikel bei Pearl TV. Und natürlich auch bei unserem Mutterkonzern, beim Versandhaus Pearl. Und das Thema Reinigungsmaschinen ist für unsere Zuschauer offenbar ein ganz gewichtiger Faktor. Und dadurch, dass wir festgestellt haben, dass es keinen bestimmten Trend in diesem Jahr zum Weihnachtsfest gibt, man hat da entweder schon mal eine Spielekonsole, ein berühmtes Handy oder jetzt von mir aus mal vor einigen Jahren der Übergang von Röhren auf Flachbildschirme. Ein richtiger Trend ist in diesem Jahr nicht zu erkennen, aber für uns ehrlich gesagt schon, denn gerade diese Reinigungsroboter machen dir zu Hause eine unglaubliche Arbeitserleichterung. Das heißt, du hast eine deutliche Verbesserung deiner Freizeitqualität, weil du die lästigen Aufgaben eben nicht mehr selber machen musst. Das macht die Maschine und das zuverlässig und vor allen Dingen auch schnell und das sogar noch flüsterleise. Und hier mit diesem Parademodell definitiv in einer Variante, die besser nicht sein kann. Also vergleichbare Maschinen, die liegen also locker bei 400, 450 Euro Einstiegspreis und die machen genau das Gleiche wie unser Fensterputzroboter. Wobei man hier dazu sagen muss, nicht alle Maschinen im Preisgefüge 400, 500 Euro können also auch den Druck regulieren, das was unserer kann, um beispielsweise auch mal den Fliesenspiegel, also auch mal die Fugen auszureinigen im Badezimmer oder auch mal in der Küche. Also das ist wirklich ein Multitalent und die Zeit, die man normalerweise knietief im Putzeimer hängt und das blöde Ding auch noch schleppen muss, am besten noch auf einer wackeligen Haushaltsleiter, die gehört jetzt der Vergangenheit an. Ich verbringe die Zeit lieber mit meinem Sohnemann am Spielplatz oder beim ordentlichen Telefongespräch mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin. So, nur noch mal ein paar Seiten im Lieblingsbuch. Ich glaube, da hast du definitiv Angenehmeres zu tun, als zu Hause die glatten Flächen auszuputzen, oder? So, Carsten, wir hatten jetzt heute bereits auf Platz Nummer 10 ein fantastisches, fleißiges Bienchen, richtig? Einen Fensterputzroboter. Ja. Und jetzt haben wir den. Was unterscheidet die beiden voneinander? Und grundsätzlich ist das Putzergebnis durchaus vergleichbar. Das erste Modell, der schwarze mit diesen neongelben Putztüchern aus Mikrofaser, hat jetzt den Vorteil, dass er per Bluetooth steuerbar ist. Das heißt also per Bluetooth mit deinem Handy gekoppelt werden kann, wo du ganz einfach beim Spielen mit deinem Handy, beim Beschäftigen mit deinem Handy, also auch ohne weiteres mal die Putzrichtung vorgeben kannst. Halte ich für eine tolle Angelegenheit. Liegt preislich ein bisschen höher. Hier sind wir in einem Bereich unterwegs, was vollkommen automatisch funktioniert. Beide haben diese tolle Lasersensortechnik, erkennen also auch Begrenzungen vom Fensterrahmen oder von der Duschkabine zum Beispiel. Dieser ist eckig, der andere ist rund, der ist weiß und der andere ist schwarz. Unterm Strich gesehen eine Geschmackssache und eine Frage des persönlichen Geldbeutels. Der kommt auf 285, runden wir es mal auf. Und der schwarze, der Bluetooth-Steuerbare, der liegt bei 322. Wenn dir das, diese Bluetooth-Fernsteuerung wert ist, würde ich den schwarzen nehmen. Ansonsten kannst du bedenkenlos auch zu diesem greifen, denn das ist wirklich ein Klassiker. Den Vorgänger habe ich zu Hause und ich bin absolut begeistert davon. Der ist noch besser im Ergebnis her. NC3909 und die 569, Ihre Bestellnummer. Und hier haben Sie natürlich auch einen richtigen Putzteufel, der Fingerabdrücke, Schmutz, Staub und Co. hier entfernt. 0,41 Quadratmeter pro Minute putzt der diverse Oberflächen bei Ihnen zu Hause. Denn auch hier reguliert der Drucksensor dann einmal den Luftdruck auf unebenen Flächen. Ein Lasersensor, der die Hindernisse und natürlich auch das Ende zum Beispiel erkennt. Die AI-Technologie, die den optimalen Putzweg berechnet und natürlich auch Kanten registriert. Und auch hier wieder ein Anti-Absturz-Algorithmus mit 20 Minuten Notstrom. Sie bekommen zwei verschiedene Mikrofaser-Pads nach Haus, wo Sie dann einmal auswählen können, nehmen Sie hier diese blaue, etwas gröbere Seite
um zum Beispiel natürlich hier auch mal in den Fugen richtig schön zu reinigen, wenn Sie Ihren Fensterputzroboter zum Beispiel auf Ihren Fliesenspiegel setzen. Oder sagen Sie zum Beispiel, ich möchte nochmal nachpolieren. Dann können Sie natürlich auch hier das gelbe Pad einmal aufsetzen, das via Klett. Und während ich mit Ihnen rede, ja, da wird schon unsere Scheibe geputzt. Und genau das ist das Fantastische. Denken Sie bitte bei diesem Weihnachtsfest an sich selbst. Wir haben ein tolles Zuschauervideo und das möchten wir Ihnen gerne einmal zeigen. Ja, denn auch die lieben Zuschauer bzw. unsere Kunden, die diesen Profi-Fensterputzroboter bereits zu Hause haben, sind absolut begeistert. Ja, also da muss man ganz klar sagen, es ist eine enorme Ersparnis an Zeit, an Geld, an Nerven. Und vor allen Dingen wird sicherlich auch mal der ein oder andere Unfall schlicht und ergreifend vermieden. Denn gerade so bei hohen Fenstern, bei Dachschrägen, bei Gaubenfenstern, da kletterst du natürlich auch mal auf so eine klapprige Leiter oder mal auf so einen Stuhl, der gerade mal irgendwo in der nächsten Nähe steht. Ja, und patsch, ist es passiert. Kriegst mal das Übergewicht, dann rommst, dann brichst du dir noch so 3 Tage vor Weihnachten noch einen Oberschenkel oder sonst irgendwas für Geschichten. Dann habe ich doch lieber diese Maschine. Die setze ich drauf und drehe mich rum. Und wenn er fertig ist, piepst er mich an. Und dann komme ich und pack den wieder in die Verpackung zurück oder stelle ihn ganz einfach aufs nächste Fenster. Also das ist Fensterputzen 2.0, sage ich mal. Schneller und präziser kannst du nicht zu Werke gehen. NC3903 und die 569, die NC3909 und die 569, das ist Ihre Bestellnummer. Hier zugreifen, denken Sie auch an sich selbst. Gerade bei dem bevorstehenden Fest der Liebe lassen auch Sie es sich mal richtig gut gehen. Und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1. Ja, und da kommen wir wirklich zu einem absoluten Bestseller. Oh ja. Kalorienbewusster Genuss ohne Reue. Bei einer Fritteuse, denken Sie jetzt? Da, wo die ganzen Leckereien wie Pommes, Kroketten, Frühlingsrollen, Nuggets und Co. reinkommen, das kann doch gar nicht sein, ja? Vielleicht geht es Ihnen so, dass Sie auch sagen, Pommes, oh, ich liebe sie, aber ich verzichte dann doch ganz schön oft, weil ich ja weiß, wenn ich diese dann frittiere, dann triefen die voller Fett. Und danke vor allem kann man dann natürlich auch nicht die Figur halten zum Beispiel oder vielleicht auch, dass man generell sagt, ich habe ein schlechtes Gewissen, einfach so viel Fett zu mir zu nehmen. Ja, genau so ist das, liebe Zuschauer. Egal, ob schlechtes Gewissen hin oder her. Unterm Strich gesehen wissen Sie, dass zu viel Fett sicherlich nicht so gerade das Beste ist, was Sie Ihrem Körper antun können. Es reicht nicht dann, wenn man da in jungen Jahren mit anfängt und gerade wenn die Kinder dann also auch schon mit 5 oder mit 10 Kilo Übergewicht auf die weiterführende Schule kommen, werden die dann natürlich auch wieder beim Sportunterricht mehr oder weniger als Letzte gewählt. Man kennt das alles. Da sind die Kinder mitunter, also auch die Klassenkameraden, relativ gnadenlos. Unabhängig davon haben wir Erwachsene natürlich auch daran zu kämpfen oder daran zu knabbern sozusagen. Das heißt, wir haben natürlich dann auch immer wieder das Problem mit Cholesterinwerten, mit Körperverfettung und der gleichen und du kommst selber aus dem Sportbereich, du weißt, was das aus dem Körper machen kann. Und die Jeans zwackt natürlich gerade nach so ein paar Wintermonaten mit deftigem Braten, mit Keksen und allem, was dazugehört. Dann also auch schon mal ein bisschen mehr als an anderer Stelle üblich, liebe Zuschauer. So, jetzt muss ich mal gerade schauen, den machen wir mal an. Das, was hier tatsächlich zu erwarten ist, ist ein 100%iges Geschmackserlebnis. Genauso wie du dir Pommes vorstellst, außen schön kross, innen drin schön saftig gemacht das Ganze. Kroketten oder auch mal Frühlingsrollen oder alles das, was du normalerweise in eine fettgebundene Fritteuse reinpackst, kann man hier ganz hervorragend zubereiten. Allerdings ist es tatsächlich so, dass normalerweise alleine eine Pommes oder eine Krokette rund 30% ihres Eigengewichtes hier nochmal an Fett aufnimmt, wenn du Fett in einer Fritteuse mit drin hast. Und das isst du natürlich und das klebst du dir direkt an die Hüfte dran und da wunderst du dich, dass dann irgendwann im März oder im April, wenn dann das Wetter wieder etwas besser wird, die Jeans aus dem Vorjahr zwackt. Hier hast du, wenn du so möchtest, einen Umluftherd mit einer stufenlosen Temperaturvorwahl in einer etwas kompakteren Variante und das erlaubt dir natürlich auch hier Speisen zuzubereiten, die man normalerweise in keiner Fritteuse der Welt zubereiten kann. Das sind natürlich auch mal Braten, das ist mal Erhitzen, Warmhalten und dergleichen. Du kannst hier zwischen 80 und 200 Grad Celsius jederzeit variieren. Und das funktioniert natürlich jetzt hier auf diesem tollen Display, was wir dabei haben. Kannst die Temperatur vorwählen und natürlich auch die Zeit vorgeben. Timer ist auch mit dabei. Das heißt, hier einfach einschalten und das, die Anweisungen auf der entsprechenden Verpackung des zu frittierenden Gutes beachten. Und schon gelingt es Ihnen hundertprozentig. Dadurch, dass wir eben auch hier eine Auffangschale haben oder eine Wanne haben, die antihaftbeschichtet ist, muss ich ganz klar sagen, ist das also auch ein Modell, was man sich auch mal für eine kleine Küche
Küche gefallen lassen kann. Wenn man jetzt nicht unbedingt den Energieaufwand eines großen Ofens einsetzen möchte, um mal eben kurz ein paar Muffins zu backen beispielsweise, geht das hier drin auch. Gerade hier mal einen Kuchen drin gebacken und ich muss zugeben, der war fluffiger als in jedem Ofen zubereitet. Sehr, sehr lecker. Antihaft beschichtet, kurz mit dem Läppchen durch, hast du Ruhe. Oder natürlich dann auch hier und auch die Trennwand ist schon mit dabei, der entsprechende Fangkorb für Frühlingsrollen, für Pommes, für Kroketten, die ganzen leckeren Beilagen, die du sicherlich auch mal über die Feiertage gerne mal deinen Gästen anbietest. Auch die sollen nicht unbedingt da gleich mit einem erhöhten Cholesterinwert die Wohnung von ihnen verlassen. Deswegen ganz einfach hier mal auf heiße Luft umsteigen und das hochgradig und präzise verteilt über eine tolle Ventilatortechnik hier in unserer Heißluftfritteuse. Ja? Liebe Zuschauer, ich fasse noch mal schnell für Sie zusammen. Bei dieser digitalen Heißluftfritteuse haben Sie einen geschlossenen kleinen Garraum. Und dadurch wird hier mit der heißen Luft wirklich innerhalb von wenigen Minuten Ihr Gargut einmal erhitzt und dementsprechend natürlich dann auch vorbereitet bzw. erwärmt. Sie haben einen Grilleinsatz für Würstchen etc. oder zum Beispiel auch zum Warmhalten der Speisen. Ein Touch-Bedienfeld, welches Sie gerade sehen, wo Sie die Temperatureinstellungen von 80 Grad, zum Beispiel zum Warmhalten, bis 200 Grad einstellen können. Zudem eine Garzeit von 1 bis 60 Minuten. Ein antihaftbeschichteter Zubereitungsbehälter mit 2 Liter Fassvermögen, 1200 Watt Leistung. Und das Schöne ist, dass hier ausschließlich heiße Luft bei der Zubereitung ihrer Speisen verwendet wird. Das heißt also auch die Kinder zum Beispiel, die gerne naschen. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Sie kennen es wahrscheinlich, dass die Kleinen lieber gesünder essen sollten, aber natürlich schmeckt gegartes oder gedünstetes Gemüse nicht so gut wie mal ein paar Pommes. Und hier können Sie quasi so diesen Clou machen, diesen Zwischenschritt. Kartoffeln ist ja auch Gemüse und wenn es jetzt nicht in Fett heiß frittiert wird, sondern quasi nur mit der heißen Luft erhitzt wird, dann haben da die Kleinen einmal was von, weil sie ihre Lieblingspommes essen können und sie haben auch ein gutes Gewissen, weil sie einfach wissen, da ist jetzt kein Fett, da können die Kinder zugreifen. Genauso ist es natürlich auch bei Frühlingsrollen oder bei Nuggets. Fett ist einfach ein Geschmacksträger, genauso wie Zucker und es schmeckt einfach gut, liebe Zuschauer, aber hier können Sie genau diese Dinge, die normalerweise wirklich absolute Kalorienbomben sind, richtig schön kalorienbewusst zubereiten und ohne Reue genießen unter der NC 2342 und der 569 und ich würde sagen, das ist ein Top-Abschluss unserer Top 10 Küche und Haushalt. Wie ich finde, ein kleiner Freund, der in keinem Haushalt fehlen darf, lämmen Sie, essen Sie alles, worauf Sie Lust haben, hier aus der digitalen Heißluftfritteuse. Sie werden das Goldstück nie wieder abgeben. Also, Sie haben gesehen, wir hatten tolle Produkte für Sie. Zum einen natürlich, um den Boden zu reinigen oder reinigen zu lassen. Vielleicht haben Sie aber auch gesagt, ja, die Fensterputzroboter, die haben es mir angetan. Greifen Sie zu, Sie können sich die TV-Sonderpreise bis zu 2 Stunden nach Ausstrahlung dieser Sendung sichern. Wir wünschen Ihnen ein tolles Fest und viel Spaß. Oh ja.